Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elex. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Elex, oh Gott, wir legen auch gleich los. Und zwar gehen wir zu Sinda. Wir übermitteln ihr diese wunderschöne Nachricht, dass die Lieferanten tot sind. Und sie sich einen anderen Deppen suchen müssen. Ja. Wo laufen wir denn gerade da hoch? Das ist ja... Okay. Ziemlich viel Elixit liegt hier rum. Und keiner ist da. Was ist er? So, gelandet. So, Siedner. Wurde hier? Es lohnt sich nicht, daran einen Gedanken zu verschwenden. Steck ja nichts ein. Wie war's nicht? Hier? Ja, ich glaube hier. Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Warum gehst du nicht selbst? Vergiss es. Dafür habe ich keine Zeit. Außerdem werde ich alleine wohl kaum etwas ausrichten können. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Na gut. Jetzt zerbrich dir doch darüber keinen Kopf. Ich muss los. Sagt's doch. So, und dann haben wir... Ich hab's gewusst. Bertram. Der ein Kleriker ist, den hier keiner haben will. Es lohnt sich nicht, daran einen Gedanken zu verschwenden. Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Das ist nicht gut. Er verurteilt jemanden zum Tode, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ich werde ihm zuvorkommen. Hilf mir, herauszukommen. Ich brauche sicheres Geleit, um aus Edan zu verschwinden. Dein Kopf ist wertvoller als dein Leben. Du mieser Bastard. Ich zeige dir jetzt, was es heißt, mich zu reizen. Dir bringe ich Manieren bei. Der schießt auf mich. Ich bin gleich tot. Das kann man so stehen lassen. Teil dich drauf. Ich hab dir doch gesagt, dass du die Klappe nicht halten kannst. Schnell, nimm einen Trank! Ich komme hier nicht. Der Typ war schon immer verdammter Huhn. Oh, besiegt. Und wisst ihr was? Der hat bestimmt die Klerikerwaffen, oder? Ne, hat er nicht mehr. Den haben wir sie ja letztens gegeben. Meine Hoffnung war, dass wenn ich ihm jetzt, dass ich ihm die Klerikerwaffen wieder wegnehmen kann. Wenn ich sie dann doch wieder den rechtmäßigen geben kann, aber ich habe das Geld kassiert.
Schade, dass das nicht funktioniert. So, wo müssen wir denn jetzt hin, um diese Quest abzugeben? Ich glaube, das war bei dem hier, ne? Dann porten wir uns heute mal hier hin. So, dann geben wir die Quest ab. Achtung! Bin hier mal gespannt, was er mir jetzt erzählt. Was? Du hast den besiegt? Den? Boah, nicht schlecht. Du bist ja so stark, Xarok. Du bist so stark. Hi. Wegen des Klerikers. Erledigt. Bertram ist tot. Ist er der Kleriker gewesen? Dabei hatte ich ihn gar nicht unter Verdacht. Es besteht kein Zweifel. Gute Arbeit. Ich brauche mehr Männer wie dich im Clan. Hier. Du hast im Sinne des Clans gehandelt. Das soll belohnt werden. Dankeschön, würde ich sagen. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. So. Okay. Dann haben wir das mal erledigt. Das ist doch mal schön. Das war doch gar nicht so schlecht. Ich mache langsam immer ein bisschen mehr Schaden. Ein neuer Deal. Sindar möchte, dass du Cormac oder Ragnar einen Deal aushandelst. Das sind die zwei. Cormac oder Ragnar. Würde ich sagen, gehen wir mal rein, oder? Nee, das ist der gar nicht. Das ist der hier. Wo ist er denn? Hallo? Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Uran den Hammerclan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Wenn nicht, dann bekommt Uran meine Faust zu spüren. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. Sehr gut. Es läuft. So, das Ganze war Angrim schon. Angrim ist Beteiligung verraten. Ich sage einfach, mach das, ist den mach das. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. Warte. Bring mir etwas bei. Kannst du mir was beibringen? Ja. Ach, das war der. Ausdauer wäre halt echt cool, ne? Warte, noch nicht. Sindar braucht eure Hilfe. Der Hammerclan ist immer bereit zu helfen. Worum geht es? Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Die Männer des Eisenclans sind gestorben. Es gibt auch noch genug von ihnen. Das sind mir vielleicht Feiglinge. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Hab ich. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Hab ich schon. Ist das nicht gegen das Gesetz? Mach dir darum mal keine Sorgen. Sobald ich den Sensor habe, kläre ich das. Hol ihn einfach. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Sindar schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammerclans zählen. Einwandfrei, Leute! Es rasselt wie Peace. Ohne Ende. Hör auf damit! Lass mich. So, dann gehen wir wieder zu Sidner. Oh oh. Ah! Gott sei Dank ist da Wasser. So.
Nein! Brauchen die irgendwie einen Vorsprung oder sowas? Das ist jetzt blöd, dass wir jetzt da reingekommen sind. Mal warten ein bisschen hier, dass das ein bisschen voll wird. So. Wo war die? Hier, in dem großen linken Gebäude hier. Sidna! Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Mhm. Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Mhm. Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisenclan. 250 für den einen. Und 250 für den anderen. Ha, ha, ha. Viel Spaß damit. Und gib nicht alles auf einmal aus. Oh yeah! Ich hätte jetzt 100 sagen können. Keine Ahnung, was sie dann gesagt hätte. Aber hätte ich 300 gesagt, dann hätte sie gesagt, okay, passt. Aber ich habe gesagt, entscheide du. Und außerdem hat sie mir 500 gegeben. Juhu! Oh mein Gott, ich bin so ein Flittchen. So, bring mir etwas bei. Kannst du mir was Besseres beibringen? Ja, guck, natürlich. Schon mal. Gib mir mal was. Hier gab es ein Bücher, wo ein fahrender Jäger... Holzpunkte. Wir haben... Immer dieser Technikkram. Ja, ja, ja. Das ist gut. So. Gerissenheit. Müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen skillen. Warte mal. Und irgendwas brauchen wir noch. Konstitution, entweder das. Ah, das haben wir jetzt auch schon. Okay, da kommen wir eh nicht hin. Da würde ich das hier auf 30 machen. So. Wo ist sie hin? Hey! Oh, da muss man aufpassen. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Natürlich. So, warte mal, wo war das? Ach, das kann ich bei ihr, glaube ich, gar nicht mehr. Dann muss ich woanders dahin. Danke. Aus dem Weg. So. Okay, mal gucken. Hier ist Oran Handwerkslehrer. Oh, beim Handwerkslehrer gucken, was der uns beibringen kann. So ein bisschen Kräuterkunde und so, das wäre eigentlich mal eine schöne Sache. Es lohnt sich nicht, daran einen Gedanken zu denken. An dir verschwinde ich keinen Gedanken. Keine Panik. Verzieh dich! Daneben nicht, du Feigling. Mach's gut. Warte, du, oder? Keine Zeit. Wo ist er denn? Das da, der da. Kann der mir was beibringen? Ich hab zu tun. Okay. Ja, wo ist er denn? Ist, nicht hier? Du bist doch der... Angrim sagte mir, hier soll eine Elex-Waffe liegen. Richtig. Was willst du damit? Er will, dass ich sie ihm bringe. Ah, ich verstehe. Ist das überhaupt erlaubt? Alle Achtung. Du stellst die richtigen Fragen. Angrims Aufgabe war ein Test. Und nein, es ist nicht erlaubt. Denn Technik hat einzig und allein hier beim Schlund ihren Platz. Mhm. Mit mir treibt man keine Spielchen. Du denkst, das war ein Spiel? Im Gegenteil. Es geht vielmehr um Vertrauen. Du hast dir ohne Frage welches verdient. Wenn du willst,
schau bei Angrim vorbei. Ich denke, für das Einhalten unserer Gesetze wird er dich gerecht entlohnen. Groß. Technik. Großartig. Das. Schlechte Laune? Ach, hör bloß auf. Manche Leute haben ganz klar ihre Aufgabe verfehlt. Jemand müsste diesen verbohrten Typen mal Verstand einhämmern. Wollen meine Splitter nicht, aber im Vorfeld behaupten, sie könnten alles beschaffen. Erzähl mir die ganze Geschichte. Nee, lass mal. Ich muss eh weiter. Mir ist da gerade eine Idee gekommen. Nichts für ungut. Bis später. Genau. Du hast also draußen etwas... Ja, aber wo ist denn jetzt der Lehrer? Abgeben möchtest. Ach da. Alrik, der ist in der Taverne. Ja, sag das doch einfach. Gerade raus. Alrik ist in der Taverne. Dann hätte ich auch da gesucht. Frag mich nicht, was das soll. Wen interessiert deine Meinung? Ich bin dann mal weg. Sie sollte wirklich nicht immer so viel reden. Naja, ich muss dann mal. Sie kann einfach nicht aufhören, das rumzuerzählen. Leise. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Oh, Schlösser knacken. Schlossexperte. Klauen. Nee, das sind doch hier nicht. Waffe ausrüsten. Goldschmied. Ah, das ist jetzt. Chemie. Hecken. Bergbau. Immer mit der Ruhe. Also, Schlösser knacken finde ich schon mal gut. Klauen finde ich jetzt nie so gut. Ich möchte an einer Werkbank die Waffen zu verbessern und aufzurüsten. Das finde ich auch gut. Was anderes kann er mir jetzt eh nicht beibringen. Interessanter Gedanke. Sei lieber still. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Einige Dinge bleiben besser im Dunkeln verborgen. Ja, richtig voll heute. Ist das dein Ernst? Hör nicht auf diesen albernen Kack. Das ist schon ein starkes Stück. Habe ich doch auch gerade gesagt. Wirklich? Schlecht. Nicht schlecht. Nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen. Ich muss auch wieder los. So, das ist uns uninteressant. Zahn und Zähne sind Indizien. Gefährten, machen wir mal zu. Dann schauen wir mal hier weiter. Ein besonderes Stück, das ist dieses blöde Schwert. Das blöde Heilwurzen. Elex-Nachschub extrahieren. Es werden weniger Quests, also wir kommen echt gut vorwärts. Ragnar will Gegner besser einschätzen können, ich soll den Bericht aus mindestens zwei großen Städten schon so. Er hat gesagt, soll man nochmal zu Angrim gehen. Das war doch der hier, oder? Hakon, Baron, Händler, Cormac. Ich glaube, das... Horn. Wer war denn Angrim? Keine Ahnung. Gehen wir mal nach oben. Wer war nochmal Angrim? Angrim. Mir sagt der Name was, aber wer war das nochmal? Angrim ist aber nicht der Boss, oder? Manche Dinge brauchen Zeit. Was meine Unterstützung angeht. Schauen wir mal. Jemand will dir dein Schwert stehlen. Unmöglich. Wer auch immer die Hand an meine Waffen legt, dessen Kopf rollt. Und falls du vom Schwert unseres Ahnenvaters Erik Eisenfaust redest, das ist sicher verwahrt. Bist du dir sicher? Natürlich. Ich habe mich selbst darum gekümmert. Nicht einmal die Outlaws wären so dumm, es zu versuchen. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Ich habe mich um Irdor gekümmert. Und? Gab es Probleme? Nicht der Rede wert. Dann verrate mir mal, warum ich von den Setzern nur Beschwerden zu hören kriege. Nach allem, was ich raushöre, hast du ihnen irgendeinen Fraß aufgetischt. Es wird Tage dauern, bis sie wieder ihre volle Leistung bringen. Und meine Belohnung?
Du? Eine Belohnung? Sei froh, dass ich dir nicht das bisschen Elixid abknöpfe, das du bei dir trägst. Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Hör dich in der Stadt um. Meine Leute haben allerhand zu tun und stoßen immer wieder auf Probleme. Das bedeutet... Tue nichts, was unsere Gesetze verbieten. So einfach ist das. Naja. Du wiederholst dich. Du bist doch verrückt. Ich hab ihm immerhin irgendwas zu essen gegeben, also... Aber wie gesagt, ich hatte eh schon schlechtes Gewissen. Das war nicht nett von mir. So, wer bist du jetzt? Cormac. Ja, mit dem brauchen wir nicht reden. Gut, wir können kurz Hallo sagen. Nee. Cormac bringt uns nichts. Der andere war da unten. Wahrscheinlich muss ich mit dem reden. Weil der war ja so besessen davon, Gesetze einzuhalten. Ah, da ist er doch. Jora sagt, ich habe deinen Test bestanden. Das hast du. Ich bin beeindruckt. Die meisten erfüllen ihre Aufgabe, ohne nachzudenken. Du hast jedoch mit Verstand gehandelt. Deine Weitsicht soll nicht unbelohnt bleiben. Außerdem erwarte ich, dass du auch in Zukunft redlich handelst. Das gilt auch für dich, Duras. Nur, dass wir uns verstehen. Du wirst nie ein gutes Haar an mir lassen, oder? Nein. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. So. Verdammte Technik. Es wird weniger. Spurensuche, Harkal möchte einen paar versprengte Alps. Den haben wir Ragnar will seine Gegner besser einschätzen. Ich soll im Bericht aus mindestens zwei der großen Schäden, das müssen wir machen, was anderes. Maschinenteile. Warte mal, wo waren das nochmal? Ah, das war da hinten. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir hier um den See herum. Und sammeln diese Kräuter. Erntezeit. Diese Heilwurzeln, genau. Genau. So, wo geht's raus? Das ist, glaube ich, eine schöne Aufgabe für uns. Mal wieder ein bisschen kämpfen, wieder ein bisschen Sport betreiben. Ländereien entdecken, Kräuter sammeln. Ach, siehst du, zum Schmied hätte man gehen können. Und jetzt schon. Gehen wir hier so südlich. Genau. Ah, wir machen endlich richtig Schaden, Leute. Und von da sind wir gekommen. Also da, das ist das eine Ding da. Wo wir schon mal lang gelaufen sind, wo wir den einen da gefunden haben, den Toten. Bemerkenswertes Land. Das ist wahr. Echt schön hier. Schwert.
Mehr gibt es hier nicht zu holen. Da liegt was. Ein Elixier. Was ich, wenn man einen Pfennig finden würde. Yeah! Aber wie heißt es so schön? Wer den einen Pfennig nicht ehrt, der ist das Glück nicht wert. Herkommen. So, da. Oh, da ist schon eine, oder? Die ist da unten. Ah. Sehr schön, alle ausgeschrieben. Dann sollte es uns ein leichtes sein, alle zu finden. Exit gehandelt oder so. Da unten ist wohl eine. Was haben wir hier? Ignis Artifacts. Oh, das klingt aber. Das klingt an mega schwer. Das schaue ich mir doch mal glatt an. Ignis Artifacts. Oh. Da benötigen wir ein bisschen bessere Ressourcen. Also Fähigkeiten. Sind noch zu schwach dafür. Inventar, liebe Pflanze. Schwimmen. Das Vieh mache ich platt. Bin mir sicher. Beschaulich. Ja, der Wahnsinn war es wirklich nicht. Ah!
Scheiße! Er kommt! Weiter rennen! Der kommt immer noch! Wir müssen weitergehen. Ob wir den in die Base locken können? Ich helfe dir! Versuch den in die Base zu locken. Ich helfe dir! Lauf! Wachen! Platt! Auf geht's! Wir haben Besuch! Ja, da geht er down. Naja. So richtig gelohnt hat sich das auch nicht. Okay. Ja, liebe Leute, wir sind am Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es euch gefallen. Wenn ihr einfach ein Like da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Geil war's trotzdem. Peace over and out. Ciao.